Hallo, Hardware-Informationen im Textmodus. Zuerst einmal öffne ich ein Terminal, klicke auf Anwendung, Zubehör, Terminal. Um nun detaillierte Informationen zur Hardware zu bekommen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen mit dem vorinstallierten Programm LSHW. Man betätigt die Tasten LSHW Enter, um sich diverse Hardware-Informationen anzeigen zu lassen. Verschiedene Optionen stehen zur Verfügung, die man per LSHW Leerzeichen minus minus help Enter herausbekommt. Ein Beispiel, um sich Informationen über den Prozessor auflisten zu lassen, gibt man folgendes ein: LSHW Leerzeichen minus C Leerzeichen CPU Enter. Ein anderes Programm, das aber erst per SUDO Leerzeichen APT minus GET Leerzeichen install Leerzeichen HW Info Enter nachinstalliert werden muss, ist HW Info. HW Info Enter listet nun Angaben zur Hardware auf. Alle Optionen werden ebenso per minus minus help sichtbar. HW Info Leerzeichen minus minus help Enter. Um sich Informationen über den Prozessor anzeigen zu lassen, gibt man nun folgendes ein: HW Info Leerzeichen minus minus CPU Enter. Außerdem gibt es noch Systemkommandos, die einen helfen können. Informationen über PCI-Geräte bekommt man per LS PCI Enter. Informationen über USB-Geräte bekommt man per LS USB Enter. Informationen über alle Geräte im PC bekommt man per LS HAL Enter. Informationen über den Prozessor bekommt man zum Beispiel mit dem Kommando SUDO Leerzeichen CAT Leerzeichen Schrägstrich PROC Schrägstrich CPU Info Enter. Um Daten aus dem BIOS auflisten zu lassen, gibt es das Programm DMI DECODE, das man folgendermaßen aufrufen kann: SUDO Leerzeichen DMI DECODE Enter. Um sich auch wieder spezifisch Daten über den Prozessor anzeigen zu lassen, gibt man nun folgendes ein: SUDO Leerzeichen DMI DECODE Leerzeichen minus T Leerzeichen Prozessor Enter. Gut, das soll es gewesen sein. Natürlich gibt es noch viele, viele andere Kommandos. Ciao, bis zum nächsten Mal.